Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um die Perks, die möchte ich nochmal ansprechen. Habe ich letztens drüber gesprochen, Team Deathmatch, Handyversion, die neue Map, Arena Map, Waffenänderungen, kommt sicherlich etwas später, aber sehr interessant. Und ein Bloodhound Event startet morgen, wird sehr interessant und ich gehe davon aus, dass es mehrere Legenden geben wird in Zukunft, die einzelnen für sich allein eine spezifische Challenge meistern können. Können wir auf der EA-Seite schon lesen. Ich zeige es euch gleich, bevor ich mit all dem starte. Achso, natürlich, Split 2 hat begonnen. Kings Canyon haben wir jetzt eine Woche kürzer als den ersten Split, weil es Probleme mit den Servern gab, wie auch immer. Darum soll es aber heute nicht gehen. Bevor ich mit den Informationen anfange, ganz wichtig für alle Fans meiner damaligen YouTube-Livestreams, Kanal Mitglieder zocken. Diesen kommenden Sonntag gibt es nach über einem Jahr das allererste Kanalmitglieder zocken wieder. Also, wer da Bock hat, mit mir im Livestream zu zocken, auf YouTube zwischen 16 und 17 Uhr circa wird es losgehen. Je nachdem, wie der Nachwuchs mich pünktlich zum Zocken kommen lassen. Wird wie gesagt only Kanalmitglieder für alle, die mich einfach in allen Richtungen supporten. Ein kleines Dankeschön. Und jetzt, achso, und übrigens, wenn das gut angenommen wird, werde ich das wieder regelmäßig machen. Versprochen. Und jetzt fangen wir mit den News an. Wir fangen zuerst mit den Perks an. Habe ich vor kurzem drüber berichtet. Perks, mit denen wir unsere Legenden ausstatten können, wie zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht schnelleres Movement, schneller oder wenn du über Zeit Schild regenerierst und irgendwelche, ihr kennt es von COD, bin ich relativ sicher, wer das Video nicht gesehen hat. Ich blende es am besten nochmal ein. Ich möchte hier eins klarstellen, weil viele wahrscheinlich das ein bisschen verkehrt verstanden haben, weil ich es aber auch nicht direkt angesprochen habe. Dieses Perks-System wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch wenn es nirgendwo geschrieben stand, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur für den Team Deathmatch Modus gelten. Also Team Deathmatch kommt nicht nur für die mobile Version. Die mobile Version kommt ja erst nächstes Jahr. Irgendwann wahrscheinlich ab April können wir damit rechnen, wurde nochmal verschoben. Und vorher gehe ich auch nicht davon aus, dass alle anderen Plattformen die Team Deathmatch Variante spielen können. Also Team Deathmatch kommt definitiv auf allen Plattformen mit Sonderregeln 6 gegen 6 auf verschiedenen Maps. Wahrscheinlich ein bisschen kleiner als Arenas und wir können halt Perks freischalten. Wer über die Perks mehr wissen will, schaltet nochmal bei dem Video hier ein, was ich euch verlinke. Da wisst ihr genauer drüber Bescheid. Eine neue Map soll eigentlich heute aktiviert werden. Eine neue, die Encore Map. Laut Schraktor, einem sehr, sehr zuverlässigen Dataminer, hat heute gepostet, Encore Map, die neue Arena Map, habe ich schon mal drüber berichtet, sollte spontan wohl heute released werden. Aktuell sehen wir in der Arena noch nichts. Könnte vielleicht ein Problem mit den Servern sein oder vielleicht kommt die Map gar nicht dieses Season. Ich habe tatsächlich in Season 11 erst damit gerechnet. Aber genaueres kann ich hier noch nicht sagen. Wie gesagt, Split 2 hat auch begonnen auf Kings Canyon. Jetzt möchte ich, bevor ich euch wirklich ein mega interessantes Event rund um Bloodhound vorstelle, Waffenänderungen. Das wird sehr, sehr interessant. Wir werden wahrscheinlich auch in der Handyversion ist das auch schon anwählbar. Wir gehen davon aus aktuell, dass es auch auf allen anderen Plattformen kommt. Nicht direktes Balancing der Waffen, sondern optisch können wir zum Beispiel, wenn eine neue Waffe rauskommt oder alle anderen Waffen, können wir die sämtlichen Statistiken uns reinziehen. Und das sieht genau so aus. Sieht jetzt ein bisschen kleiner aus, vielleicht für euch schlecht erkennbar. Ich zeige es anhand der Flatline gleich noch. Ich könnte euch theoretisch jetzt hier die Bilder oder die Statistiken aller Waffen zeigen, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen hier, dass ich einen Screenshot davon gemacht habe. So sieht das aus und wir gucken uns das jetzt einfach mal detailliert hier für die Flatline an. Ihr könnt hier sämtliche interessante Informationen für eine Waffe herausfinden. Links angefangen natürlich, was es für eine Waffe ist, wie sie heißt, Waffengattung, was ihr für eine Mobilität mit der Waffe hat, was für ein Rückstoßverhalten, alles in Zahlen, was sehr, sehr interessant ist. So kann man zum Beispiel die Mobilität, wie schnell bist du mit dieser Waffe unterwegs, wenn du sie nicht geholstert hast, könntest du das mit einer anderen Waffe einfach mal vergleichen und schauen,
Mit welcher Waffe läufst du schneller, wenn du sie nicht wegpackst? Zum Beispiel Feuerrate, welche effektive Feuerreichweite, Magazingröße und so weiter und so fort. Was aber auch sehr interessant ist, ganz rechts seht ihr es, welchen Grundschaden ihr auf die Beine, auf den Körper oder auf den Kopf macht. Und unten rechts, das finde ich noch viel interessanter, muss man nicht extra ins Schießgelände gehen und sich das Rückstoßpattern angucken. Ihr seht unten rechts das Rückstoßmuster, was ich sehr, sehr interessant finde. Also wenn die mobile Version dann irgendwann 2022 rauskommt, können wir davon ausgehen, dass spätestens auch dann auf allen anderen Plattformen diese Option erhältlich sein werden. Vielleicht kommt es tatsächlich schon in Season 11. Ist natürlich nicht bestätigt, wie zum Beispiel Team Deathmatch. Es könnte sein, dass das auch alles ein bisschen früher kommt. Und jetzt springen wir rüber zur EA-Seite. Wir präsentieren Apex Chronicles Old Ways New Dawn. So heißt die Challenge rund um Bloodhound. Wir führen eine neue Art von Events namens Apex Chronicles ein. Probiert ab morgen das erste Event mit Bloodhound aus. Wie lange das Event geht, steht hier glaube ich nicht. Man sieht nur, dass es morgen startet. Und wir haben hier so eine Art Timestamp, wo wir sehen Kapitel, also Prolog, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Und die werden jeweils auch nach in verschiedenen Tagesabläufen bzw. nach verschiedenen Tagen erst aktiviert. Das heißt, wir können morgen die Chronicles starten, werden aber nicht bis zum Schluss schon durchspielen können. Das heißt, wenn wir starten, können wir am 29. können wir 6 Tage später spätestens das finale Kapitel starten. Und wie genau läuft das? Ich werde es einfach mal komplett vorlesen. Wir führen eine neue Art von Events namens Apex Chronicles ein. Dabei handelt es sich um eine kleine Story oder ein kleines Story-Event, die mehr über die Welt von Apex in Form von Gameplay, Herausforderungen und Spielerfahrung erzählen. Und das ist schon mal was sehr, sehr geil ist. Und vor allen Dingen, wir müssen eine normale Runde starten. Wir können das nicht mal nebenbei machen. Am 29. September erscheint das Ganze. Während dieses Events erhalten Spieler, die Bloodhound auswählen, die Chance auf ein Abenteuer zu gehen. Bei dieser Reise geht es darum, wie Bloodhound versucht, einen verwundeten Prowler zu retten. Erinnert euch, in dem Season 10 Trailer ganz zum Schluss sehen wir Bloodhound und so ein paar Blutspuren. Nee, das war das Rampart-Event, der Trailer war es. Und da sehen wir so ein paar Blutspuren und er fuchtelt da so ein bisschen mal zu seinen Händen rum. Und da war klar, es muss irgendwas mit Prowlern zu tun haben. Und er versucht tatsächlich, diesen Prowler zu retten. Und so weiter und so fort. Hier einige Tipps. Die Herausforderungen sind einzig auf Bloodhound und Bloodhounds Fähigkeiten ausgelegt. Ihr müsst als Bloodhound ein nicht gewertetes Battle Royale Spiel spielen, um die Quest zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr da irgendwie verkackt, das funktioniert wahrscheinlich aber erst dann, wenn die Herausforderung gestartet wurde. Erst dann zählt es nicht, wenn ihr vielleicht weggehauen werdet. Wie das dann in-game aussieht, muss man mal sehen. Alle Herausforderungen finden in der Heimat von Bloodhound statt, am Rand der Welt. Wir müssen auf jeden Fall diesen weißen Raben, den kennen wir ja auch schon aus dem Rampart Event Trailer, diesen müssen wir finden, um die Jagd nach dieser Quest zu beginnen. Spielern werden einzigartige Pfade zugewiesen, die sie verfolgen müssen. Selbst wenn mehrere Bloodhound-Spieler diese Herausforderungen zur gleichen Zeit absolvieren, sollten sie sich dadurch nicht gegenseitig in die Quere kommen, was sehr, sehr gut ist. Bleibt aber die Frage offen, was ist, wenn jetzt irgendwo ein Spot dazu kommt, was mich wegballert? Ich glaube nicht, dass das irgendwo abseits auf World's Edge passiert, wo mich nicht irgendeiner wegballern kann. Ihr könnt eure Reise von einem Checkpoint fortsetzen, wenn ihr es nicht schafft, sie in einem einzigen Spiel abzuschließen. Sollte also klar sein, wenn wir, und davon gehe ich einfach mal aus, es könnte ja sein, dass wir in 6 Tagen dieses Event erst starten, damit wir von jetzt auf gleich das komplette Kapitel oder diese komplette oder das komplette Event, jetzt haben mir die Worte gefehlt, durchziehen wollen, kann es natürlich sein, dass wir, was weiß ich, bei Checkpoint 2 draufgehen, musste nicht jedes Mal von vorne anfangen, muss natürlich diesen weißen Raben wahrscheinlich wiederfinden, der sich vielleicht dann dort aufhält, wo du das Kapitel startest, wo du draufgegangen bist.
Keine Ahnung, müssen wir mal sehen, wie genau das abläuft. Ich hoffe, dass ich euch dazu später mehr in eigenem Gameplay zeigen kann. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt in den Kommentaren, was ihr von all dem Spaß haltet. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, gerade mit dem Bloodhound-Event kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Schwung ins Spiel, um ein bisschen mehr Hintergrund, Geschichte über die einzelnen Legenden zu erfahren, was ich auf jeden Fall sehr geil finden würde. Lasst mich, wie gesagt, mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.